Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Finals. Danke. Was sind morgen die wichtigsten Faktoren, damit Ihr Team gewinnen kann? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben noch nicht Video gesehen, aber ja, fast ein bisschen wie gestern. Wir müssen richtig gut in Abwehr stehen, kompakt und mit viel Physik. Die kommen mit viel Tempo, auch Physik. So ich finde, Abwehr ist richtig wichtig morgen. Und dann hoffe ich, wir kriegen ein bisschen einfache Tore im Gegenstoß. So, ja, ich freue mich einfach nur für ein Finale. Wie schätzen Sie die Qualität oder die Performance dieser Europameisterschaft ein, gerade in der Spitzengruppe? Ja, ich finde, diese Europameisterschaft hat also die Niveau hat richtig hoch zu sein. Alle hat näher Spiele gespielt und das ist nur einfach schön mit so vielen guten Spielen und ja, viele Mannschaften, das nur besser sein. Sie kennen ja nur die deutsche Bundesliga. Sie haben gestern gegen Deutschland gewonnen. Wie schätzen Sie die Entwicklung der deutschen Mannschaft ein, gerade im Verhältnis zur Benchmark Dänemark? Ja, also ich finde, Deutschland hat eine hammergute Mannschaft mit viel Physik. Und dann habe ich auch gesehen gestern. Diese Abwehr war hammerschön und wir haben uns richtig geschlagen in der ersten Halbzeit. Aber wir haben, finde ich, eine bessere Lösung gefunden in zweiter Halbzeit mit einem vielleicht ein bisschen schneller Spiel. Und das war richtig gut für uns. Aber ja, Deutschland hat richtig gut gespielt gestern. Und warum haben Sie erst in der zweiten Halbzeit Ihr Spiel etwas umgestellt? Der Nikola Jakobsen war ja schon wild in der ersten Halbzeit am Spielfeldrand. Er ist ja hin und her und seine Körpersprache war auch schön. Ja, so ist Nikola. Das ist immer so. Aber ich finde, wir haben vielleicht ein bisschen ein einfacher Tor gehabt in der zweiten Halbzeit. Und Wolf war unglaublich in diesem Spiel. Aber wir haben vielleicht ein bisschen einfacher Tor gehabt in der zweiten Halbzeit mit Gegenstoß und so. Ich glaube, das war die Lösung. Und dann in Abwehr haben wir ein bisschen mehr kompakt sein. Und im Mittelfeld ist immer auch Wahnsinn. Das ist auch einfach, wenn du haben so ein Torwart. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg morgen für das Finale erstmal. Und vielleicht sieht man sich ja mit Frankreich im Olympiafinale wieder. Ja. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Danke.